Here they come. Welcome back, Freunde der... was ist hier los? Ich hab noch nicht mal anmoderiert. Okay, gleich voll Action. Gleich voll Action hier. Stand ich etwas ungünstig, würde ich behaupten. So, können wir jetzt kurz Anmo machen? Dankeschön. Aber gut, dass ihr reagiert habt. Ich bin stolz auf euch. So, den mal ausnehmen. Und dann, wie gesagt, welcome back zu einer neuen Folge The Outer Worlds. Und wie ihr seht, geht es gleich hier richtig zur Sache. Und wir werden diesen Flow jetzt mal nicht unterbrechen und gehen gleich weiter ins Gemetzel und ballern hier mal diese Königin weg, wenn sie mal ihren Kopf erheben würde. Denn wir sind auf dem Weg zu einer Quest. Und dafür müssen wir hier richtig schön aufräumen. Geh weg mit deinem hässlichen Gesicht. Special Fähigkeit, Ellie. Jawohl. Ja, raste richtig aus. Bum, 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 volle Breitseite. Ich muss nachladen. Uno momento. Alter, krass, die brennen. Alter, dieser Schwarm. Irgendwie macht die Shotgun nicht den Schaden, den ich gerne hätte. Muss ich so nebenbei mal bemerken. Wo ist der Schwarm? Habt ihr ihn erledigt? Was eine Action. Okay, erledigt. Wir sind jetzt auch gleich hier am Grab, wo wir hin müssen. Jagdgewehr Ultra. 204 Schaden. Das Blöde ist, meine Begleiter können nur zwei Waffen tragen, ne? Was hab ich hier? Jagdgewehr Ultra. Meinst du, ist halt jetzt schon bei 55%? Hab ich jetzt eigentlich da schon was drauf gebaut? Glaube nicht, oder? Mods drauf gemacht? Dann könnten wir eigentlich direkt wieder austauschen, ne? 182, 104. Dann ist das nämlich auch wieder erneuert. Ich hoffe halt wirklich, dass ich keine Mods drauf hatte. You can see so much from here. So many beasts would need killing. So many drinks would need. Du denkst auch immer nur ans Saufen, ne? Naja, Ellie, deine Figur ist schon gut. So viel mehr Sport musst du nicht machen. So, die lassen wir mal aus hier. Ist schon viel Geballere. Okay, da hinten müssen wir uns dann nochmal durchballern. Raps. Let's clear the sulfur sodden fucks out, so Hayes can rest in peace. Okay, wenn Nioka sagt, wir sollen sie wegballern, dann ballern wir sie auch weg. So, wir müssen zuerst den Großen fokussieren, Leute. Seid ihr ready? Fähigkeiten auch. 520 Schaden in dein Gesicht. So, zwei Schüsse können wir machen. In Zeitlupe zumindest. Ah, nice. Auch schon weg. Aber wir sind so stark zu dritt. Ist ein richtig gutes Team. Tut mir leid, Felix, aber Nioka macht hier echt einen guten Job. Ich glaube, Felix werde ich jetzt so nicht mehr mitnehmen. Vielleicht noch für die Begleiter-Quests. So, schauen wir mal, was hier im Grab ist. Hayes Grab? Ach, keine Ahnung. Na, in der Oberfläche von Hayes Grab steckt ein kleines Kästchen. Die Scharnieren sind durchgerostet und das Holz ist fast völlig verrottet. Es zerfällt dir beinahe in den Händen, aber darin findest du ein angelaufenes Silbermedaillon mit der Inschrift Jarom. Okay, das haben wir erledigt. Dann müssen wir mit Nioka quatschen, oder? Hayes was the best self-sacrificing son of a saint I ever met. Halcyon is worse off without him. Now, if we're gonna lure the Manta Queen out, we'll need to find Rebecca and Anders. They took a UDL contract on Terra 2. We never heard from them again. Think it's time I call in a favor with Hiram. If anyone can track them down, it's him. Okay.
Erzähl mal von dem UDL-Auftrag. I don't know much about it. It paid well, so they took it. They said they'd be back in a couple of weeks and that maybe we could all use the money to get off Monarch. That was a long time ago. Okay, denn du hast nie versucht, sie zu finden? I should have. I really should have. But soon after they left, Hayes and the others died. And to be honest, after him, I stopped trying. Because it hurt like hell to do so. Alkohol ist sowieso der beste Freund des Menschen. Ist es nicht, Leute. Bisschen geht schon, aber nicht im übertriebenen Sinne, ne? Das ist eine besorgniserregende Menge emotionaler Ballast, den du da mit dir rumschleppst. Well, shit, I'm working on it, alright? You think I like lying awake at night? You think I like stewing on the similarity between rap screams and my friend's death throes? I'll get there. Quips from you ain't gonna help me along the way, so stow it. Now come on, let's make tracks before Hiram dies of old age. Ich wollte nur ein bisschen sticheln, Neoka. Sie sich gleich aufregen. Na gut, kann ich auch verstehen. So gut, perfekt, wir müssen eh in die Richtung. Sehr gut. So, die ignorieren wir jetzt mal. So, hier Erfahrung grinden braucht man wirklich nicht. Wir sind schon echt stark. Ich habe noch nicht mal meine ganzen Fähigkeitspunkte irgendwo reingepulvert. Oh, wen haben wir denn hier? Ein Konzernrekrut. Mit ein paar Stuff-Sachen dabei. Sehr schön. Gib mir alles. Alles meins. Unfiltered air, rocks in my shoes, risky choke points, all the things I hate about mountains. Ah ja, das packt man schon. Almost like we don't have working lifts or roads. Okay, right away. Okay, was war hier? Sich bestimmt irgendein Tier verschanzt. Schön an der Lichtung und immer Leute und sonstiges weggefressen. Okay, ich höre was. Aber sehe nichts. Ah, hier seid ihr. Servus. Hier ist auch noch was. Na, 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 na. Siehst du mich? Okay, wir müssen ran. So, einmal. Zweimal. Bam. Ellie. Jawohl. Nyoka. Baller sie weg. Ich liebe es, wie sie immer ausrastet. Ja, ich will nicht sagen, Leute, aber irgendwie ist die Pumpgun nicht so nützlich, wie ich gedacht habe. Die Tiere hier halten doch ein bisschen mehr aus als gedacht. So, haben wir es erledigt. Das haben wir durch. Alter, wie ist die zerfetzt. Ja, die Nice. Ein Wissenschaftler. Okay, der Typ hat seinen Kopf verloren. Sturmgewehr. Ich habe jetzt übrigens Ellie auch mal so ein Sturmgewehr gegeben. Es war ein Ticken besser als ihre Pistole. Plasma-Karabiner. Okay, der taugt nichts. Hey, you! Look at me! Oh nee, da ist wieder so ein dummer Schwarm. Ich würde fast... Also, ich weiß gar nicht, der Schwarm macht den Feuerschaden, oder? Okay, wir sind aufgefallen. Weil ich halt mit so einer Waffe hier irgendwie Schaden für einen Schwarm, klar. Eigentlich brauchst du da einen Flammenwerfer oder so für. Aber gut. Ich heule jetzt nicht rum wegen dem Realismus hier. Das ist mir eigentlich so Banane, egal. Hauptsache, es macht Fun. Es geht immer nur um Spaß.
Station ain't too far now. Jawohl, wir sind ja auch die besten Joker. So, hier muss ich eigentlich gar nicht lang. Hier ist aber jemand. Okay, mit denen können wir, glaube ich, quatschen. Hey, you, get over hey here. Was geht ab? Wo sind Plünderer? Hier vorne. Ah, die wollen bestimmt unsere Hilfe. Naja, was soll's. This station's under the protection of the corporate compliance crew. You a marauder? Cause me and my sunshine, that's my gun if you were wondering. We don't take kindly to marauders. Ich und mein Sonnenschein. Was für Plünderer? Ach nee, ich bin kein Plünderer. A coherent enough response, I reckon. Must be true. You're clear. But I would caution you against pressing on ahead. This station's plumb crawling with marauders, you know? Ja, okay, und was macht ihr hier oben? Plünderer jagen? I take it you ain't met the other C3s. Me and Sunshine are doing exactly what we've been tasked with. You want more details? You ought to talk to my crew. They're guarding a small barracks to the southeast, by the edge of the mountain. Ja, okay, worauf wartest du? Hilf mir doch, die Plünderer zu töten. There is nothing I'd enjoy more, but the C3s play it by the book. Usually. Go petition the boss man. Maybe you can convince him to alter my duties. See that path that runs underneath that giant archway? Follow it on down. There's a little station near the cliff. Also wir brauchen zuerst die Genehmigung von deinem Boss, dass wir Plünderer ausrotten. Kann man Plünderer nicht einfach immer ausrotten? Warte mal. Ah, ne, einfach Weg folgen, ne? Lance, Eddie und Donald Anderson. Der gute alte Donald Anderson. Was läuft hier? Ich bediene mich mal, ne, wenn es rechts ist. Ah, ist nicht. Okay. Der Schnauzer. Was für ein cooler Style, Alter. Taugt mir. Donald, du bist ein bisschen sympathisch aufgrund deines Schnauzers. How'd you get up here? Through the caves? Welche Höhlen? Good answer. I wasn't looking forward to gutshotting you. See, the thing is, I'm with the corporate compliance crew. C3, if you will. We're mercs. And our current contract mandates that we annihilate any creatures or persons that emerge from the tunnel. Allow me to intervene. It's my job to mediate any conflicts of interest regarding C3 and third parties. All right. First things first. To make a decision in this dispute, I'm gonna need to know what your role in your organization is. Ja, an sich könnte man mich als Ein-Mann-Unternehmen bezeichnen, oder? A lean but efficient corporate structure. I'm impressed. Still, I gotta wonder. What are your intentions regarding Devil's Peak Station? That is why you've wandered out here, I presume. Ich habe Aufträge. Joy hat mich geschickt, mit euch zu reden. Ich will das jetzt eigentlich nicht verraten, ne? Das ist ja auch eine Quest. Ich sage jetzt einfach mal, Joy hat mich geschickt. Well, that's all well and good, but the reason you've come is secondary to the arbitration at hand. Our guidelines allow us some leeway in identifying threats to our client. Your unorthodox profession makes me think we ought to remove you from the premises permanently. However, the terms of our contract specifically targets marauders, iconoclasts, MSI operatives, and anyone deemed too hobo-like. In ist mir aber voll egal. Rude, ain't she, Don? A smidge, yeah. Don't we as a standing policy provide an alternative to termination via financial restitution? Addy, our chief financial officer, could confirm. But I'm betting if you're willing to compensate us for our lost time and productivity due to this arbitration, you could pass. Ja, Leute, ich überzeuge euch ganz einfach. Fertig. Können wir nicht einfach alle miteinander auskommen, ohne dass Geld die Hände tauscht.
Wir stehen doch alle auf derselben Seite. I guess we might could. There's something I like about you. Can't put my finger on it, but I feel like I'd rather have you with us than against us. All right. Lance, unless you have a final point of contention to make, I'd say she's clear to go. Nah. I'll sign the clearance form. Just, I must advise you to steer clear of Devil's Peak Station. It's teeming with marauders. Anything else you need? So, ich habe Joy an der Station getroffen. Ich hatte gehofft, ich könnte euren Trupp dazu bringen, eure Arbeit zu erledigen und die Plünderer auszuschalten. Trying to say we didn't do our job? I'll have you know, our contract was to stop any marauders coming from the caves. Didn't say nothing about the ones taking the mountain path. We'll simply clear them out later, once we've got the go-ahead from Berthold. Berthold. That's right. Berthold Fox is our boss man, founder, president, and CEO. Bertie went down into the caves on a hunt for marauders, give or take, 6 hours ago. He's a hands-on type. Likes to handle the tougher tasks himself. Although, he should have been back. Going on 6 hours now. I'd ask you to check the caves for him, but then we'd have to kill you when you crawl back out. Ich könnte jetzt ein bisschen natzen, ne? Dann müsstet ihr Berthold ja auch ausschalten. Mach mich doch zum C3-Mitglied. Ich will eigentlich gar nicht zu denen gehören. Obwohl, wenn ich dann auch so einen coolen Schnauzer tragen kann. Vergiss Berthold, wir müssen die Station räumen. Look, much as we'd like to slaughter some marauders, we can't act unless it's on orders. And those come from the boss man. Oh, ich kann sie nicht überzeugen. Lügen könnte ich. Ich wollte aber eigentlich gar nicht lügen, ne? Überzeugen 55, glaube ich, brauche ich noch ein bisschen für, oder? Ach komm, wir lügen ihn jetzt an. Also ihn mag ich eh nicht so in Lance, den können wir anlügen. No, sir. We do not know that. I ain't about to forsake Birdie that easily. Oh, jetzt könnte ich richtig hart lügen und sagen, hey, ich habe ihn gesehen, wie er sterbend in der Höhle liegt. Er lässt euch ausrichten, dass ich ihn als Anführer von C3 ersetze. Okay, das wäre eine harte Lüge, das mache ich nicht. Already forgotten. Ja gut, lass mal die erstmal ja, hier ein bisschen rumchillen. Schauen wir mal, was hier drin noch so alles gibt. Ein Donnerstehlen. Oh, was ist das? Eine Werkbank. Nice, aber ich glaube, ich habe eh alles noch Offtake aufgefüllt soweit. Verbessert. Gewehr habe ich jetzt immer noch nichts, was irgendwie mehr Schaden oder so machen würde, ne? Kann den Schadenstyp noch ändern? Streuung, die Reichweite. Ah, ich mag das eigentlich mit dieser fetten Reichweite. So, reparieren. Shot Star aus 83, 80. Das passt eigentlich. Rüstungsmäßig habe ich nämlich jetzt erst repariert. Das ist alles cool. Was haben wir hier? Das können wir aber nehmen. Das sieht keine Sau. Den würde ich gerne nehmen. Die Spritze würde ich gerne mitnehmen. Nice work, Captain. Thank you. So, wir nehmen hier alles mit. Was? Shit, ich hab kein Ding mehr, oder? Was ist die Fähigkeit? Nur bei 42. 100, Alter, krass. Was denn? Hä? Nein, ich wollte nicht schlafen. Stopp. Okay, wie lange habe ich jetzt gepennt? 2 Stunden? Den Donner würde ich schon noch gerne mitnehmen. Sieht ja keiner, ne? So, was kann der? 462 Schaden. Also pro Sekunde. Schaden 60. Ist aber ziemlich wertvoll. Also ist halt die Frage. Das ist ein Sturmgewehr, oder? Ach komm, lass mal kurz mal ausprobieren. Weil irgendwie die Pumpe, die haut nicht so rein, ne? Cool. Also, ich muss mal testen. So, dankeschön. Ich habe mich mal eben bedient, ne? So.
Dann gehen wir mal weiter. Hier noch irgendwas, wo ich die mal ausprobieren könnte? Was haben wir hier hinten? Roboter? Was, wo geht's hier lang? Irgendwo ins Nirgendwo? Okay, hier ist nichts. Ja, komm, dann machen wir jetzt hier mal kurz eine Test-Action. Und ballern die mal schön über den Haufen. Vielleicht sogar ein bisschen mit Schleichen arbeiten. So, wir haben hier 1, 2 und 3 und einen fetten, oder? Sehe ich das richtig? Ja, da brauche ich aber auch nicht schleichen. Da brauche ich nicht mit Schleichen arbeiten. So. Okay. An sich guter Schaden. Ah, wieso kann ich... Achso, ich habe ja gerade Zeitlupe verwendet. Okay, nicht so schlecht die Waffe. Vor allem mit diesem Schockeffekt. Alter, aber Nioka ist so krass. Okay, finde ich gar nicht so schlecht. Habe ich jetzt irgendwie das Gefühl vorab, dass sie ein bisschen besser ist als meine Pumpgun. Nochmal ein fettes Jagdgewehr. Was? Nein, nein, nein. 8 Stunden Schlaf. Nein, braucht kein Mensch. Ah, neuer Anzug. Aber bestimmt Rotz, oder? Der ist gut. Einhand-Nahkampfschaden. Plus 5. Meine gibt mir jetzt Blocken. Mache ich eh nicht. Dann ist auch schwer, oder? Schwerrüstungstyp, das passt. Das sieht sogar geil aus, oder? Damit ist ein bisschen flattern hier. Naja, gut, so geil sieht er auch nicht aus. Da finde ich meinen alten sogar irgendwie schöner. Aber egal. Mehr Rüstung nehme ich. Und dafür... So, wer, was habt ihr so am Start? 16er Rüstung, Nioka. 18er Rüstung mit Tarnfertigkeit. Dann würde ich mal sagen, gebe ich hier meine alte Rüstung mal Ellie. Damit die auch mal wieder ein bisschen besser gepanzert ist. So, gut, dann haben wir das. Hat sich ja im Grunde gelohnt, ne? So, hier war nichts mehr. Geh mal wieder back. So, jetzt müssen wir dann eh gleich da sein. Oh, geil, Hooligan. Ja, komm drauf. Baller mir sie alle weg. Boom, 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 boom. Ellie. Ja, nicht auf die Leichen. Nioka. Ich liebe es. Also diese Fertigkeit von Nioka mit der Waffe, richtig gut. Die mutiert ja immer halber zum Hulk, ey. ...960, aber pro Sekunde. Ich glaube, davon darf ich mich echt nicht mehr täuschen lassen. Maschinengewehr MK2. Gut, checken wir mal kurz ab, was hat Nioka da dabei? 48 Schaden, 58, Magazingröße 90. Ja, würde ich eigentlich fast sagen, ist die dann besser oder wie? Also die da unten, die neue. Das Maschinengewehr. Aber das hier hat ja diesen Ding mit drin, mit diesem Auflösen irgendwie, ne? 60 Kohle. Aber es ist auch mehr wert. Ja, wir
machen, probieren sie jetzt auch mal aus bei ihr. Ich denke mal, die Gegner lösen sich halt jetzt nicht mehr auf. Weiß aber jetzt nicht, ob das so viel irgendwie mit Schaden dann zu tun hat. Was haben wir hier? Okay, wir müssen uns hier richtig durchboxen, Leute. Gut, dann boxen wir. Hier haben wir eine Mine. Haben wir irgendwo anders noch eine Mine? Das hören die ja jetzt, wenn ich da drauf schieße, oder? Ja, ein bisschen so außenrum. Bisschen näher ran, ein bisschen rantasten. Das ganze Geschehen. Ach so. Ach so, wir sind jetzt hier einmal drumherum gelaufen. Das sind jetzt hier die Plünderer. Ich kann die aber jetzt nicht überzeugen, dass sie mir hilft, oder? Ich wundere, ob Hiram's home. Just kidding. Guy never sets foot outside. This place is supposed to look like horns. Na gut, Leute, aber ich würde jetzt mal sagen, also wir könnten uns nächste Folge dann drum kümmern, hier alles auszuräuchern. Oder wir suchen nochmal diesen, wie hieß er jetzt, Berthold? Diesen einen Boss von denen auf. Helfen dem ein bisschen und schauen, dass wir mit dem dicke werden, dass er dann sagt, yo, wir machen das alles gemeinsam. Das entscheide ich dann, ja, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich natürlich bei allen fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch soweit Spaß gemacht. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen entspannenden und erfolgreichen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Tschüssikowski.